Willkommen zurück zur nächsten Folge von unseren KI Wars. Und ja, es ist ein bisschen was vergangen in der Zwischenzeit. Ich weiß gar nicht mehr, wo genau und wieso, weshalb, warum. Aber das Spiel ist abgestürzt nach knapp 3 Minuten. Auf alle Fälle hatten wir hier riesige französische Verbände, die eingekesselt wurden. Die sind Low Organization und Low Organization heißt immer einfach zu besiegen. Das heißt, man könnte die jetzt einfach wegrasieren, aber die KI ist schon dumm, deswegen macht sie das nicht. Ansonsten generell ist Frankreich eigentlich kurz vorm Fallen, auch wenn es hin und wieder gelingt, Angriffe abzuwehren. Ja, nur kurzzeitig, aber Frankreich ist eigentlich RIP, genauso wie die Türken, die sind auch RIP. Genauso wie die Japaner demnächst auch RIP sein werden. Das heißt, Japan, Türkei und Frankreich werden nicht mehr lange eine Rolle in unseren KI-War spielen. Die aktuelle Unterstützung bei, was? Unabhängigkeitserklärung für Vereinigte Staaten, also... weiß gar nicht, ob er da dabei war noch. Die Deutschen erobern hier zurzeit wieder russisches Territorium zurück. Die stehen sogar wieder vor Moskau. Was mich überrascht. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass die Russen sich nochmal zurückschlagen lassen. Wir werden hier sogar bei einer Krim attackiert. Also irgendwie, irgendwas ist da schiefgelaufen bei den Russen. Man weiß nicht genau was. Ob es darin liegt, dass man so viele Einheiten hier hochgezogen hat an die Grenze zu Japan? Man munkelt, aber es ist nicht sicher. Fakt ist auf alle Fälle, die Russen kassieren ein bisschen zurzeit. Jetzt schlagen sie die Angriffe wieder meistens zurück. Der Franzose, ja. Der Franzose hat natürlich RIP, was Einheiten angeht. Diese ganzen eingekesselten Einheiten werden jetzt hier einfach aufgerieben von der deutschen Infanterie. Und da gehen gerade 60 Divisionen rauf. Boah, wenn nicht mehr. Das ist halt einfach nur ein Gemetzel jetzt. Die haben alle null Organisation. Du schießt eine Kugel rein und 10.000 Soldaten sind tot. Willkommen im Zweiten Weltkrieg. Ich wollte übrigens mal gucken, wie die Franzosen so ausschauen. Oh, Franzosen stehen kurz vorm Fall. Noch 14%. Ich glaube, die brauchen nicht mal mehr Brest einnehmen. Ich glaube, die Franzosen fallen schon vorher. Würde mich gar nicht wundern. Und ja, da gehen die ganzen Einheiten dahin. Ohne Nahrung, ohne alles, ohne Unterstützung, ohne Versorgung. Was ich übrigens auch mal wünschen würde, ist, wenn man die längere Zeit aushungert, dass die dann sterben würden. Würde dem Spiel der KI sicherlich gut tun. Das ist nicht mal unlogisch. Ich meine, wenn du nichts zu essen hast, stirbst du irgendwann. Das ist nicht mehr wie logisch. Ich möchte denjenigen sehen, der wochenlang ohne Essen auskommt. Mein fette Props an dich, wenn du das schaffst. Ich würde das nicht schaffen. Was geht denn jetzt ab? Chillt eure Base, also Luxemburg ist denen alles beigetreten. Deutschland hat Slowakei. Ach, Deutschland hat Luxemburg, ja. Naja, klar. Wenn schon dann alles war, warum nicht? Ja, Deutschland ist es, ich verstehe das immer nicht, warum die immer einen Krieg nach dem anderen erklären. So, boah, jetzt gehen die ganzen Einheiten hier drauf. Oh, und RIP. Das sind 70 Divisionen, über 70, knapp 70 Divisionen sind hier gerade eingekesselt. Und tot. 70 Divisionen sind hier gerade draufgegangen in Frankreich. Wie sieht es denn da verlusttechnisch aktuell aus beim Franzen? 1,66 Millionen, da sind gerade wirklich auf einen Schlag von den Divisionen, 70 Divisionen weggefallen. Und Frankreich steht kurz vor der Kapitulation. Ja, sieht richtig scheiße aus. Jetzt hat natürlich Deutschland die Möglichkeit, die ganzen Truppen, die man gerade hatte, kann man jetzt natürlich mit an die Grenze schmeißen. Kann seine Grenze neu gruppieren. Hat man Moskau schon zurückerobert? Russland? Moskau? Hallo, wo ist Moskau? Aufgrund der Tatsache, dass die Hauptstadt wieder hier unten ist, gehe ich davon aus, dass Deutschland tatsächlich Moskau zurückerobert hat. Ich bin wahrscheinlich einfach nur blöd und dumm gleichzeitig, dass ich Moskau nicht finde. Wahrscheinlich sind da gerade 1000 Einheiten drauf, deswegen sehe ich es nicht. Aber hier irgendwo muss Moskau sein. Hier ist Moskau. Ja, Deutschland hat Moskau zurückerobert. Eiskalt. Kennen sie nichts, die Deutschen? Während der Franzose natürlich jetzt weiter vergewaltigt wird, ist ja logisch.
Keine Chance. Keine Chance für den Russen. Und keine Chance für den Franzosen gerade. Und der Japaner vernichtet gerade die Briten. Ich liege hier mit meinen Aussagen teilweise massiv falsch. Ich bin davon ausgegangen, dass auch Japan bereits geschlagen ist. Aber die Japaner prügeln sich hier mit aller Härte zurück ins Gefecht. Wenn auch nach wie vor ohne Handelskonvois, aber hey, who cares? Und Deutschland breitet sich weiter aus. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Frankreich fallen wird. Dann wird es richtig interessant. Weil dann kann Deutschland viele, viele... Und Italien rüstet auch auf in der Zwischenzeit. Wird wieder stärker, Italien. Und Frankreich hat nur noch 9% vor der Kapitulation. Gibt es hier irgendwo Städte? Das sind kleinere Siegpunkte. Hier. Wenn man diese Städte hier verliert. Hier, diese Städte, wenn die draufgehen, dann sieht es schlecht aus für die Franzosen. Die Gegenangriffsversuche scheitern derzeit. Größtenteils. Der hier könnte gelingen. Ja, das sieht gut aus. Da gelingt der Gegenangriff einmal kurz. Auch wenn hier größtenteils die Front massiv zusammenbricht. Und hier kommt eine britische Invasion in Italien. Oh, das ist interessant. Das entwickelt sich hier alles relativ interessant. Während der Deutsche jetzt hier oben Russland gerade wieder penetriert, das ist der Wahnsinn. Die Sowjetunion kassiert hier gerade massive Rückschläge. Boah, die Sowjetunion ist binnen weniger kurzer Zeit, die waren fast wieder voll, ist die Sowjetunion gefallen. Die hat 50 Divisionen verloren. Der Manpower-Pool ist um 1 Million gesunken. Weil der deutsche Manpower-Pool genauso am Arsch ist, da müssen wir nichts sagen. Wann fällt Frankreich? Umso früher, umso gefährlicher wird Deutschland. Nach wie vor 9%. Siegpunkte technisch ist nichts dazugekommen. Aber Deutschland erobert halt weiter. Annecy bringt auch nochmal ein paar Siegpunkte. Also wie Turin, aber Turin ist italienisches Gebiet. Italien ist eigentlich auch italienisches Gebiet, oder? Italien fällt übrigens gerade eiskalt. Vermute, man wird wahrscheinlich dann in Rom nochmal versuchen, eine letzte Verteidigung zu organisieren. Hier sind viele italienische Einheiten eingekesselt. RIP. Die hier oben machen nichts. Die holen sich gegenseitig einen runter, statt dass sie mal eine Gegenoffensive starten würden. Hier. Puh, ja, gut. Das entwickelt sich hier gerade alles relativ interessant. Oh Gott, was geht denn jetzt ab? Nationalsozialistische Spanien. Ah, die Amerikaner. Die Amerikaner sind im Krieg mit den Deutschen. Ja, damit haben wir jetzt endgültig den Zweiten Weltkrieg. 1943 war es. Jetzt sollte Deutschland möglichst schnell Frankreich zu Fall bringen. Wenn sie noch den Hauch einer Chance auf den Sieg haben wollen. Und es sieht tatsächlich gut aus. Halt nur noch 5% der Siegpunkte. Und Russland steht auch kurz vor dem Fall. Da fehlen auch nur noch 23% der Siegpunkte. Und sollte es Deutschland gelingen, Stalingrad zu erobern, dann war es das mit Russland. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da kommt nicht mehr viel nach. Und Japan hat hier in der Zwischenzeit fast alles zurückerobert. Und das Spiel hängt schon wieder. Nein, es geht wieder. Ich weiß jetzt allerdings nicht, inwieweit das Ganze jetzt hier... Ich hoffe, es hat sich nicht wieder irgendwas hier verschoben. Weil sonst bin ich mad. Wenn wir die scheiß Timelines sich wieder versetzt haben, weil das scheiß Spiel hier hängt. Zumindest hat sich Shadowplay-Aufnahme kurz wieder verabschiedet. Ja, muss ich mal kurz gucken. Ja gut, Deutschland marschiert hier jetzt durch Frankreich durch wie Butter. Auch wenn die KI nicht optimal ist. Das hätte man 1000 Mal besser machen können. 5% noch. Dann ist Frankreich in Geschichte. Aber warum hat hier das nationalsozialistische Spanien Deutschland den Krieg erklärt? Die gibt's, mit in den Krieg gerufen. Die gibt's nämlich gar nicht mehr. Doch, hier unten. Macht auch total Sinn. Haben die da überhaupt nur Einheiten? Die haben noch gar keine Einheiten mehr, die Typen. Was denn los mit euch? Die haben noch eine Flotte. So, während Frankreich
weiterhin ziemlich schnell am Boden verliert. Noch 5% nach wie vor. Das machen die Italiener. Die erobern ein bisschen Gebiet zurück. Überraschenderweise. Ich hatte Italien auch schon abgeschrieben. Stattdessen haben die ihre Einheiten alle zurückgezogen und Italien kann jetzt gerade hier zurückerobern. Das überrascht mich jetzt. Jetzt habe ich gedacht, die finishen die einfach off. Japan hat eigentlich fast alles Territorium zurückerobert hier in der Zwischenzeit. Die werden jetzt sicherlich auch den Rest sich noch snacken. Während hier unten die nächste Invasion gestartet hat. Und hier auch, es sind halt immer so diese Mini-Invasionen. Das soll es mit dem nächsten Patch nicht mehr geben, diese Mini-Invasion. Das soll ja dann wirklich nur noch großflächige Invasion geben, damit dieses ganze Mini-Gedönse aufhört. Muss man auch erstmal schaffen, den Drei-Fronten-Angriff nicht hinzukriegen. Eine Division. Respekt hier an die Belgier sind das. Die sind jetzt allerdings weg, warum auch immer. Die sind weggefahren. Hatten keinen Bock mehr scheinbar. Gut. Scheinbar irgendwie, so wie ich das sehe, Deutschland und Italien sind nicht die fetten Mates. Also, die haben sie nicht so dicke Liebe. Und Frankreich steht 92% vor einer Kapitulation. Also, die sind eigentlich schon komplett broke. Und die Russen? Wie sieht es mit den Russen aus? Da geht aktuell nicht viel. Doch, da geht einiges. Allerdings nicht für die Russen. Die Deutschen vergewaltigen die Russen eiskalt. Das ist wirklich erstaunlich. Also ich hätte nicht gedacht, dass Deutschland wirklich so nochmal den Russen zusetzt. Ziehen allerdings dafür viele Einheiten aus Frankreich ab. So, Italien hat eigentlich nahezu alles zurückerobert. Was haben die Italiener mit ihren Einheiten an? Ne, die sind noch da, die habe ich bloß nicht gesehen. Ich gucke als Italien, ich sehe allerdings nicht, wie die Kampfverläufe hier sind. Seems logic. Die Kampfverläufe für die Italiener sind nicht schlecht. Funktioniert sogar teilweise. Die Italiener, denen gelingt hier sogar wirklich tatsächlich die Zurückeroberung ihrer kompletten Gebiete, überraschenderweise. Ja. Ziehen jetzt hier alle seine Einheiten nach oben. Da gibt es jetzt hier gerade ein riesen Gemetzel. Überrennen hier sogar ihre Gegner. Oh, das tut richtig weh. Na, da haben die Franzosen eine riesen Chance verpasst und die Briten, hier die Italiener wegzufinishen. Oh, hier kommt die nächste Invasion. Direkt vor... Okay, doch nicht. War eine kurze Invasion. So, was macht der Deutsche? Der macht gar nichts, der macht Scheiße. Dessen Angriffe schlagen gerade alle fehl. Die Briten, die Amis sind da, deswegen geht nichts weiter. Weil die Briten, mich behindert, weil die Amis nämlich mit ihren kompletten Armeen hier gerade eingetroffen sind. Und da Frankreich noch, oh, die halten nur noch 2% der Siegpunkte. Wenn Deutschland jetzt irgendwas noch einnimmt, was die Franzosen Siegpunkte kostet, wird Frankreich kapitulieren. Das ist hier so das Finish, das Showdown des Jahrhunderts. Weil selbst wenn Italien irgendwas zurückerobert, was Siegpunkte wert ist, wird Frankreich aufgeben. Oder? Ich weiß nicht, zählen die Siegpunkte, die man erobert von Fremden, auch als die Gesamtsiegpunkte? Ich weiß nicht, wie das funktioniert, ehrlich gesagt. Deutschland erobert allerdings ein bisschen weiter die Gebiete. Boah, das wird interessant. Wobei die Manpower von Deutschland in der Zwischenzeit richtig im Keller ist. 2% weiterhin. Aber ich glaube, Deutschland wird es nicht gelingen, glaube ich. Die Amerikaner haben bereits 150 Divisionen. Seid ihr denn bescheuert? 150 Divisionen der Amerikaner kämpfen an der Seite der Franzosen. Und werden diesen Krieg für die Franzosen jetzt gewinnen. Naja. Trotz allem noch weit vorgestoßen, die Deutschen. Ganz ohne Hilfe natürlich. Ja, gar nicht geholfen. Die Sowjetunion hatten die Deutschen auf 53% runter. Frankreich ist halt eigentlich schon down, 91%, also. Aber da gibt es jetzt die Gegenangriffe. Die Angriffe der Deutschen laufen alle ins Leere. Klar, hat man natürlich keine Chance mehr gegen die ganzen britischen Einheiten.
Oh, wobei hier gibt es mal den Sieg, Tatsache. Und die Italiener, die lassen sich auch nicht einfach so abschreiben. Die wollen hier auch ihr Gebiet zurück. Hier gibt es die nächste Naval Invasion. Der Amis diesmal. Direkt wieder in Rom. Oh, Japan hat die Einheiten. Japan hat die Einheiten. Wo? Das hier? Ach, das sind die... Ah, das sind japanische Einheiten hier, die beiden. Volunteers. Oder Expeditionstruppen, wie man sie so schön nennt. So. Deutschland gelingt nichts mehr. Doch, hier gelingt doch hin und doch. Die Deutschen schaffen es trotz allem weiterhin, Territorien hin und wieder zu erobern. Und wie wir wissen, wenn Deutschland es schaffen sollte, noch ein, zwei Siegpunkte einzunehmen, dann fällt Frankreich. Ist natürlich auch ärgerlich, dass Spanien hier unten kommunistisch geworden ist, dass nicht gelungen ist, das Ganze zum Faschismus zu machen. Während die Türkei hier eigentlich schon längst gefallen ist, da kämpfen nur die restlichen Einheiten. So, hier unten die Krim. Das sieht jetzt... Boah. Alter Vater. 70 Divisionen, 80, 90 Divisionen kämpfen da unten. Total die Unitverschwendung. Die Amis kämpfen zusammen mit den Russen. Das ist auch total lächerlich. So, hier unten die Angriffe gelingen den Deutschen. Aber das wird richtig interessant jetzt. Frankreich verliert nochmal richtig Territorium gleich. Halt nach wie vor 41% der Siegpunkte. Aber die verlieren jetzt hier massig Territorium. Die haben hier alle Low Organization. Gut, die finden... Ja, das gelingt doch nochmal die Kehrtwende. Hier Lyon zum Beispiel. Wenn Lyon fallen würde, dann könnte es das schon gewesen sein mit Frankreich. Und die Griechen verlieren übrigens auch Gebiete jetzt aktuell mal tatsächlich. Haben jetzt hier einiges verloren an die Bulgaren. Und die Krim wird die Neverending Story. Das ist auch so eine nervige Geschichte, dass so Flussübergänge jahrelang verteidigt werden können. So, und da... Ja, die Deutschen marschieren jetzt hier gerade weiter vor, obwohl die Amis hier mit unterstützen. Das juckt die Deutschen gerade nicht. Die machen einfach weiter. Die Italiener hingegen, die sind wieder mal an der alten Situation. Diesmal mit dem Problem, dass die Amerikaner mit Tonnen von Einheiten hier in ihrem Territorium stehen. So, wir gucken wieder mal als Frankreich. Das nervt mich eher, dass das nicht so geht. Aber okay. La Rochelle könnte gleich fallen. Und damit dann auch der finale Siegpunkt. Frankreich hat kapituliert. Tatsache. Frankreich hat kapituliert. Und die Auswirkungen, was jetzt passiert, wie es jetzt weitergeht, das schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Für mich selber wird das auch eine kurze Zeitspanne sein. Ich werde jetzt eine Aufnahmepause machen. Und ja, wie immer, wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine Bewertung da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.